Schwerin, Sportstadt Nummer 1, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, wahrscheinlich sogar in ganz Norddeutschland. Nachdem Hamburg für eine Bewerbung für die Olympischen Spiele 2024 abgesehen hat, geht die schönste Landeshauptstadt Deutschlands für die Spiele 2032 ins Rennen. Als Bewerbungsmanager wurde Jewgeni Klimow verpflichtet, ein Mann, der Erfahrung in der Olympiabewerbung hat. Er war im Team, als die Winterolympiade nach Sotschi vergeben wurde, vorher eher als Sommerurlaubsort bekannt. Wir treten gegen Rhein-Main-Gebiet ein und dort haben sie vor, das Olympische Fest in 13 verschiedenen Städten auszutragen. In unseren Augen wäre das natürlich ein absolut zerrissenes Fest. Und wir in Schwerin stehen für Olympia der kurzen Wege. Das heißt, wenn wir praktisch hier auf Paulushöhe die Möglichkeit haben, zum Beispiel Leichtathletik-Wettkämpfe auszutragen, dann da drüben einen Katzensprung entfernt, haben wir ja auch unsere Segelmöglichkeiten, unsere Regatta. Das heißt, alles wird hier an einem und demselben Standort finden können. Elementarer Bestandteil der Olympiabewerbung ist das Gebiet der historischen Paulshöhe. Der Stadionabriss war eigentlich schon beschlossene Sache. In einer denkbar knappen Bürgerschaftsentscheidung wurde gerade erst gegen den Erhalt des über 100 Jahre alten Fußballplatzes votiert. Hier, unweit des Schweriner Sees, wird in den kommenden Jahren das Schweriner Olympiastadion entstehen. Fassungsvermögen 100.000 Zuschauer. Dabei wird es eine ganz besondere Konstruktion geben. Bevor gebaut werden kann, muss eine überdimensionale Grube ausgehoben werden. Denn der größte Teil des Olympiastadions wird unterirdisch entstehen. Was das architektonische Konzept des Olympiastadions hier in Schwerin anbelangt, müssen wir natürlich unsere Auflagen für Weltkulturerbe in Schwerin unbedingt aufrechterhalten. Das heißt, Paulshöhe befindet sich in der Sichtachse des Residenzensembles Schloss Schwerin. Und da müssen wir natürlich in erster Linie unter der Erde arbeiten und nicht auf der Oberfläche. Das heißt, wir bauen 200 Meter tief unter die Erdoberfläche und da entfaltet sich wirklich das olympische Angebot für unsere Sportler und die Gäste. In der Schweriner Stadtvertretung wurde die olympische Idee mit Begeisterung aufgenommen. Politiker aller Parteien gehen diese Bewerbung mit dem nötigen Sportsgeist an. Also ich halte das für eine fantastische Idee. Die Landeshauptstadt Schwerin hat ja mit der letzten Buga bereits nachgewiesen, dass sie in der Lage ist, Großveranstaltungen zu stemmen. Und die Schwerinerinnen und Schweriner können sich, nachdem nun die zweite Buga-Bewerbung leider ins Leere gelaufen und geplatzt ist, darauf freuen, dass man nun mit Olympia ein neues, großes Event für die Landeshauptstadt vorbereiten kann. Natürlich kann eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung Schwerins finanziell nur mit Hilfe von Land und Bund gestemmt werden. Auch die hervorragenden Kontakte von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach Moskau helfen. Olympiamanager Klimow wurde bei der Russlandreise der Ministerpräsidentin im vergangenen Jahr rekrutiert. Und der Visionär kennt auch schon den Standort des olympischen Dorfes. Ja, wir möchten die Gäste unserer Olympischen Spiele in der Nähe von Schwerin unterbringen, damit sie auch die schöne Natur hier in Mecklenburg-Vorpommern genießen können. Andererseits wollen wir natürlich, dass auch das städtische Flair ein bisschen mit reinfließt. Und deshalb haben wir für das olympische Dorf Müsserholz, den Stadtteil Müsserholz, hier in Schwerin ausgewählt. Und da haben wir das Berliner Wohnungsunternehmen InTown beauftragt, das olympische Dorf hier zu errichten. InTown ist schon bekannt in Schwerin, hat schon einen guten Namen verdient. Und da setzen wir sehr viel Hoffnung auf diesen Berliner Partner. Jewgeni Klimow beginnt schon einmal mit dem symbolischen Spatenstich auf der Paulshöhe. Die offiziellen Bewerbungsunterlagen gehen in den nächsten Monaten raus. So viel ist klar, das Feuer für Olympia beginnt in Schwerin gerade erst zu brennen.